Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Wenn wir über Klima sprechen, verharmlosend bisweilen noch Klimawandel genannt, dann neigt man dazu, das auf das Klima zu reduzieren, so als ob es das einzige Problem wäre, was wir hätten. Dabei haben wir tatsächlich, und das ist ja auch der Titel meines Vortrags, nicht nur eine Klimakrise, sondern eine Zivilisationskrise, Krise einer Zivilisation, die sich in den letzten 500 Jahren über diesen Planeten verbreitet hat. Und wenn man mal mit den Ökosystemen anfängt, dann sieht man, dass wir von den 9 planetaren Grenzen, die ein paar schlaue Wissenschaftler ausgemacht haben, bereits 6 überschritten haben. Bei der 7., bei der Versauerung der Ozeane, sind wir gerade dabei. Und dazu nur ein paar Beispiele. Die industrielle Zivilisation hat das größte Artensterben seit 66 Millionen Jahren auf der Erde ausgelöst. Damals sind die Dinosaurier durch einen Meteoriten im Wesentlichen die meisten von ihnen ums Leben gekommen. Und diesmal ist die industrielle Zivilisation der Meteorit. Es geht also weit über die menschliche Geschichte hinaus. Homo sapiens gibt es erst seit 300.000 Jahren. Ne? Wir verlieren etwa 1% der fruchtbaren Böden jedes Jahr. Das ist eine unglaublich schnelle Rate durch Landversiegelung, Desertifizierung und vieles mehr. Und ihr wisst das auch zum großen Teil, deswegen will ich euch damit nicht langweilen. Man kann mit Süßwasser, mit Böden, mit Ozeanen, Wäldern und so weiter noch lange fortfahren, was die ökologische Krise angeht. Das Klima verschärft diese Krisen. All das würde auch ohne die Klimakrise stattfinden. Auch ohne die Klimakrise wären wir in einer existenziellen Krise aller Lebenssysteme auf der Erde. Das Klima verschärft das natürlich massiv. Hier ist eine Karte der Kipppunkte im globalen Klimasystem. Wir sind bei einigen dieser Kipppunkte relativ nah davor, dass wir sie überschreiten. Wir wissen nicht genau, wann das der Fall sein wird. Das betrifft zum Beispiel das westantarktische Eisschild, das betrifft Grönland. Zusammen sind das 12 bis 14 Meter Meeresspiegelerhöhung. Und wenn man weiß, dass schon 1 Meter Meeresspiegelerhöhung von Städten wie New York oder Shanghai nicht verkraftet werden kann, dann sieht man, in welchen Dimensionen wir uns bewegen. Es gibt viele andere Kipppunkte, Amazonas und so weiter. Und wenn diese Kipppunkte überschritten werden, dann gibt es keinen Return mehr zum Zustand davor. Und es kann auch sein, wir wissen das noch nicht genau, dass diese Kipppunkte miteinander verkettet sind, sodass es einen Erdkipppunkt geben könnte. Und wenn wir den überschreiten, wir wissen nicht wann, dann könnte das ganze Erdsystem in einen neuen Zustand kippen, den man Hothouse Earth nennt. Das Treibhaus Erde mit etwa 5% plus. Ne? Das ist also eine ganz andere Welt, in der wir dann leben würden. Nun ist das Dumme aber, dass auch diese ganze ökologische Dimension, die natürlich die größte denkbare Krise ist, auch nicht die einzige Krisendimension ist. Wir haben eine groteske Spaltung zwischen Arm und Reich auf der Erde. 8 Menschen besitzen heute so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Und in den vergangenen Krisen, zum Beispiel in der Corona-Krise, hat sich das Vermögen der ganzen Hightech-Billionäre mit Milliardäre im Silicon Valley noch einmal verdoppelt. Also die Krisen spielen diesen Leuten auch in die Hände. Die Ungleichheit verschärft sich immer weiter. Das bedeutet, dass ein größerer Teil der Menschheit eben tatsächlich, weil das Geld, was die haben, fehlt ja anderen Leuten, größere Probleme haben. Wir sehen, dass das Fortschrittsversprechen, was für die Moderne, für die letzten 200 Jahre eigentlich die tragende Säule dieser Zivilisation gewesen ist, euren Kindern wird es mal besser gehen, das zerfällt gerade. Die Mittelschichten zerfallen in den westlichen Industrienationen und damit auch die Perspektiven, dass es mal besser sein wird. Und die ökologische Krise verbessert natürlich auch nicht die Zukunftserwartungen. Wir laufen also massiv in die Grenzen des Wachstums hinein. 1972 hat der Club of Rome ja schon diesen berühmten Report, die Grenzen des Wachstums, veröffentlicht. Das ist mehrfach überprüft worden auf die wesentlichen Voraussagen und zuletzt 2022, und es kam immer raus, ja, wir sind auf dem Pfad, dass tatsächlich die wesentlichen Kurven, die wir da sehen, noch vor Mitte des Jahrhunderts nach unten gehen werden. Also das betrifft Nahrungsmittelproduktion, Industrieproduktion, einfach weil wir die ökologischen Grenzen durchstoßen, die der Planet hat. Wir sehen auch, dass wir zunehmend eine Krise der politischen Systeme haben, eine Krise der politischen Repräsentation. Und die kommt auch nicht von ungefähr, weil die Politik sich ja seit Jahrzehnten unfähig erwiesen hat, diese Krisenprozesse auch nur einzudämmen, sowohl was die Armut, soziale Ungleichheit und so weiter angeht. Es gibt eine interessante Studie aus den USA, die zu dem Schluss gekommen ist, dass die politischen Ansichten von 90% der Bevölkerung,
den ärmeren 90% der Bevölkerung, keinerlei Einfluss auf die amerikanische Politik haben. Bei wichtigen Themen wie Krieg und Frieden, soziale Gerechtigkeit und so weiter. Wir leben also de facto eigentlich in einer Oligarchie. Die oberen 10% sagen oder geben deren Ansichten geben eigentlich an, was politisch geschieht. Geopolitisch haben wir auch einen sehr großen Umbruch und auch einen sehr gefährlichen Umbruch, der damit zu tun hat, dass China als ökonomische Macht bald die USA überholt haben wird. Der Westen, die NATO, die EU oder was immer man als Westen bezeichnen will, vereint auf sich nur einen winzigen Teil der Weltbevölkerung, etwa 10%. Und ökonomisch sieht es eben so aus, dass tatsächlich die Vorherrschaft des Westens zu Ende geht. Eine große Anzahl von Ländern des globalen Südens wendet sich auch vom Westen ab. Wir sehen das an verschiedenen Indikatoren, weil sie auch jetzt Alternativen haben. Und das ist also ein großer geopolitischer Umbruch. Die verschiedenen Kriege, die wir im Moment leider haben in der Ukraine und im Nahen Osten, sind Teil dieses großen Umbruchs. Und wir sehen, dass zum Beispiel viele Länder des globalen Südens und auch die Bevölkerung dort die Doppelmoral des Westens ankreiden, der das in manchen Fällen sagt, ja, wir stehen für das Völkerrecht, aber im Fall von Gaza natürlich nicht. Und es gibt also die große Gefahr, dass dieser geopolitische Umbruch, wir müssen uns vergegenwärtigen, dass der Westen ja über 500 Jahre lang den Ton angegeben hat auf der Erde, mit großen Gefahren verbunden ist, weil der Westen natürlich versucht ist, seine Vorherrschaft militärisch zu verteidigen. Und das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Friedenspolitik, es ist ein entscheidender Punkt, damit diese Zivilisationskrise nicht in ein allgemeines Desaster mündet. Ich will aber auch noch eine Krisendimension ansprechen, über die sehr selten gesprochen wird, und das ist die psychische, spirituelle und kulturelle Krise. Nach den neuesten Erhebungen sind etwa ein Viertel der Deutschen depressiv, und diese Zahl hat sich seit 2020 verdoppelt. Der Psychopharmaka-Konsum ist von 1991 bis 2020, also vor Corona oder Beginn von Corona, um 745% gestiegen. Ein Drittel der Jugendlichen in Deutschland verletzen sich vorsätzlich selbst durch Ritzen oder mit dem Kopf gegen die Wand rennen und vieles mehr. Und eine Erhebung der Uni Würzburg kam zu dem Schluss, dass ein Drittel der 11- bis 14-Jährigen schon einmal Selbstmordgedanken hatte. Also wir haben es tatsächlich mit einer massiven psychischen Krise zu tun, mit einer emotionalen Krise. Und da werde ich später auch nochmal drauf zurückkommen. Nun kann man diese ganzen Krisenprozesse, die ich skizziert habe, auf zwei verschiedene Weisen betrachten und deuten. Das eine ist sozusagen, so sehen wir das in den Nachrichten, unzusammenhängende Nachrichtenschnipsel. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Hier schmilzt ein Gletscher, dort haben wir einen Krieg und so weiter. Das sind also alles Fragmente. Man kann aber auch anders herangehen und schauen, ob diese Fragmente vielleicht ein gemeinsames Bild ergeben. Und das ist ein bisschen der Ansatz, den ich hier vertrete. Die Frage, was ist eigentlich der Elefant im Raum, den wir nicht sehen wollen, weil jeder mit seinem Einzelproblem beschäftigt ist, wie die Leute da, jeder sitzt vor seinem Papierstapel und guckt sich das eine oder das andere Problem an. Nun, was ist der Elefant im Raum? Und damit komme ich zur ersten These. Der Elefant im Raum ist meines Erachtens die Tatsache, dass diese globalen Krisenprozesse, so vielfältig ihre Einzelursachen auch sein mögen, gemeinsame systemische Wurzeln haben. Und sie liegen in der Funktionsweise eines sozialen, politischen, ökonomischen, militärischen, ideologischen Systems, das vor etwa 500 Jahren in langen, heftigen sozialen Kämpfen und Auseinandersetzungen entstanden ist, das sich mit großer Dynamik und sehr viel Gewalt seither über die Erde verbreitet hat, seit etwa 100 Jahren als erste Zivilisation den ganzen Globus umspannt und uns heute in diese Krisen führt. Dieses System hat natürlich sehr verschiedene Namen gehabt. Interessanterweise ist es erstmals überhaupt analysiert und benannt worden, 300 Jahre nachdem es entstanden ist, unter anderem von Karl Marx und vielen anderen. Es ist das kapitalistische Weltsystem genannt worden, das moderne Weltsystem, die moderne. Ich benutze dafür die Metapher der Megamaschine. Das ist ein Begriff, der von dem amerikanischen Historiker Lewis Mumford eingeführt wurde. Maschine meint hier natürlich nicht einen Apparat, sondern ein soziales System, das wie eine Maschine zu funktionieren scheint, weil es letztlich doch natürlich aus Menschen besteht, die es unter gewissen Umständen auch verändern oder überwinden können.
Das ist natürlich ein, jetzt war das Mikro gerade weg, jetzt ist wieder da. Es ist natürlich ein super komplexes System. Ich kann hier einfach nur ein paar skizzenhafte Einblicke gewähren. Es beruht auf drei Säulen, wenn man das so verkürzen will. Die erste Säule ist die endlose Akkumulation von Kapital oder einfach gesagt aus Geld mehr Geld machen in einem endlosen Kreislauf von Profit und Reinvestition. Das ist neu in der menschlichen Geschichte gewesen. Es gab viele ungerechte und brutale Systeme, man denke an das Römische Reich, aber kein System hat als übergeordnetes Prinzip die endlose Akkumulation von Kapital gehabt. Die endlose Akkumulation von Kapital bedeutet, dass, das ist auch in der Einleitung schon erwähnt worden, dass die natürliche, lebende Mitwelt permanent in Waren verwandelt werden muss. Und das in einem immer schnelleren Rhythmus. Sonst funktioniert das nicht. Denn Geld vermehrt sich, anders als manche vielleicht denken, nicht von selbst, sondern damit das Geld sich vermehrt und auch noch was wert ist, müssen halt Waren und Dienstleistungen hergestellt werden. Und das in einem immer schnelleren Rhythmus. Und das ist natürlich auf einem begrenzten Planeten ein Problem, wie wir jetzt sehen. Und das ist aber etwas, das nicht nur als Ideologie im Raum steht, sondern sehr tief in unsere Institutionen eingeschrieben ist. In unsere politischen Institutionen, die alle vom Wachstum abhängig sind, in unsere ökonomischen Institutionen, in Kapitalgesellschaften und vieles mehr. Darauf komme ich auch gleich noch zu sprechen. Die zweite Säule ist der moderne Staat. Oft hören wir die Geschichte so, dass es auf der einen Seite den Markt gibt und auf der anderen Seite den Staat und der kann dann regulierend eingreifen oder es eben auch sein lassen. Aber tatsächlich ist es historisch so, dass beides, Kapitalismus und moderner Staat, sich zusammen vor 500 Jahren entwickelt haben, koevolutionär, wie man auch sagen würde. Der moderne Staat war im Wesentlichen eine Militärinstitution. 90% der Budgets gingen in das Militär und es hieß Söldner und Feuerwaffen. Die Feuerwaffen haben eine ganz entscheidende Rolle bei der Entstehung des modernen Weltsystems gespielt. Warum? Ja, es war so, dass die Machtgrundlage des Staates war das Militär, aber der Staat hatte das Geld nicht. Die Landesherren hatten kein Geld und sie mussten sich dieses Geld borgen. Und wo haben sie sich geliehen? Bei den Händlern, bei den Bankiers, in Genua, in Augsburg bei den Fuggern, in Amsterdam, in London später. Und die Leute, die dem Staat das Geld geliehen haben, wollten dafür Gegenleistungen haben. Sie wollten natürlich eine Verzinsung auf das Kapital haben und sie wollten aber auch Monopole haben. Es gehört zu den schmutzigen Geheimnissen des Kapitalismus, dass er mit freien Märkten eigentlich nie etwas zu tun gehabt hat, sondern immer auf Monopolen oder Oligopolen beruhte. Man sieht das ja heute bei Amazon, Google und so weiter. Immer noch. Die Staaten haben sich also dieses Geld geliehen. Sie haben davon Feuerwaffen und Söldner gekauft und haben Krieg geführt, haben andere Länder überfallen. Und von diesen Überfällen haben sie dann von der Beute, wie man heute sagen würde, das Return on Investment an die Shareholder in Amsterdam oder London oder Augsburg ausgezahlt. Und das war der Motor der großen Kriege seit dem 100-jährigen Krieg, die Europa überzogen haben. Der 30-jährige Krieg war im Wesentlichen eine ökonomische Sache, ein großes Geschäft. Er war aber auch der Motor der kolonialen Expansion. Leute wie Kolumbus, Cortés und so weiter waren nicht umsonst verschuldet bei eben diesen Bankern. Die mussten die Leute oder wollten, wenn man so will, die Leute in Mittelamerika, in Südamerika ausplündern, um dann ihre Schulden zu bezahlen und auch noch was für sich übrig zu behalten. Das ist also, ich will das mal an einem Beispiel sagen, der etwas mit der vielleicht wichtigsten Institution in dieser Geschichte zu tun hat. Ein Beispiel der Banda-Inseln in heutigen Indonesien. 1602 wurde in Amsterdam die erste Aktiengesellschaft der Welt gegründet. Und das war tatsächlich ein Datum, das wir komischerweise in der Schule auch nicht lernen, obwohl es von unglaublicher Bedeutung für die seitherige Geschichte ist. Warum? Die ersten Aktiengesellschaften waren tatsächlich selbst hochmilitarisierte Handelsgesellschaften. Die hatten eigene Söldnerheere, sie konnten auch eigene Münzen prägen. Sie waren quasi Staaten im Staat. Und sie hatten mehrere andere Besonderheiten. Die erste Besonderheit, sie haben nicht gehaftet für ihre Handelsunternehmen.
Zweite Besonderheit, sie haben ein ewiges Leben gehabt. Das gab es bis dahin nicht. Ne? Sie sollten also quasi für immer bestehen. Und die dritte Besonderheit war, dass sie eigentlich nur einem einzigen Prinzip gehorchten. Und das ist eben die endlose Akkumulation von Kapital. Kapitalgesellschaften haben keine ethischen Ziele, sie haben keine ökologischen Ziele, sie haben keine sozialen Ziele. Sie haben ein einziges Ziel bis heute. Und das ist, die investierte Summe der Anteilseigner zu vermehren. Und so sind diese Institutionen also damals um die Welt gezogen. Und auf den Banda-Inseln war es so, da gab es Muskatnüsse. Und die konnte man in Europa für sehr viel Geld verkaufen. Und die Bandanesen waren aber nicht bereit, den Holländern ein Monopol darauf zu geben. Daraufhin rückte die Aktiengesellschaft dort ein mit ihrem Söldner her. Und innerhalb von wenigen Monaten waren von etwa 15.000 Bandanesen noch 1.000 übrig. Und die Holländer hatten ihr Monopol. Amsterdam blühte zur reichsten Handelsstadt der Welt auf. Es war eine sehr liberale Stadt für europäische Verhältnisse. Man diskutierte also sehr feinsinnig über den neuesten Rembrandt oder den neuesten Franz Hals. Den konnte man sich auch leisten, weil man ja eine Dividende von der Aktiengesellschaft bekommen hat. Und währenddessen der Genozid auf der anderen Seite der Erdhalbkugel. Und das ist also das Prinzip, auf dem das Ganze beruht. Die Abstraktion der Geldvermehrung und auf der anderen Seite die Barbarei, mit der das Geld erwirtschaftet wird. Und das ist eigentlich das Prinzip, nach dem Aktiengesellschaften eigentlich durch ihren rechtlichen Status, durch ihre rechtliche Konstruktion bis heute eigentlich arbeiten. Ein weiteres Beispiel dafür, wie der moderne Staat und das Kapital von Anfang an zusammengewirkt haben und bis heute untrennbar sind, ist das Subventionswesen. Ich hatte ja schon gesagt, dass Kapitalismus mit freien Märkten wenig zu tun hat. Tatsächlich sind die meisten der 500 größten Unternehmen heute auf der Erde, die 2/3 des Welthandels kontrollieren und 40% der weltweiten Wertschöpfung. Das sind also die großen Player, die 500. Die meisten von ihnen würden gar nicht mehr existieren ohne staatliche Subventionen. Der Internationale Währungsfonds, der nicht gerade für den Sozialismus ist, beschreibt, dass die Staaten 5.900 Milliarden Dollar jedes Jahr ausgeben, um fossile Energien zu subventionieren und damit die Ölkonzerne und Gaskonzerne und Kohlekonzerne subventionieren. Man kann durch alle Branchen durchgehen. Die Autoindustrie, hochgradig subventioniert. Flugzeugindustrie, hochgradig subventioniert. Chemieindustrie. Die Banken, die würden alle nicht mehr existieren, wenn wir sie 2008, 2009 nicht mit nicht nur Milliarden, sondern Billionen gerettet hätten. Ne? Das ist also ein großes Subventionskarussell und Staat und Kapital sind hier wirklich nicht voneinander zu trennen. Das war also die zweite Säule, der Staat. Jetzt kommt die dritte Säule, denn kein System, vor allem wenn es ungerecht und brutal ist, kann ohne irgendeine Legitimation existieren. Deswegen ist die dritte Säule ideologische Macht. Ideologische Macht legitimiert Gewaltverhältnisse, sie macht strukturelle Gewalt unsichtbar und sie definiert, was wahr, was normal und was real ist. Und ich will für die ideologische Macht im modernen Weltsystem nur zwei wichtige Säulen nennen. Die erste Säule ist das, was ich den Mythos des Westens nenne. Der Mythos des Westens, ach vielleicht noch kurz zu dem Bild, das ist eine Allegorie auf die Kolonisierung Nordamerikas. Ne? Also wir sehen diese europäische Dame, die schwebt über der Szenerie und die bringt mit sich also die Insignien der Technik, die Eisenbahn und so weiter und die Indigenen und die Tiere und so weiter fliehen davor. Also das ist eine Allegorie dessen, was wir Zivilisationsprozess nennen. Und der Mythos des Westens erzählt davon, dass wir hier im Westen eine in jeder Hinsicht überlegene Zivilisation haben. Das waren natürlich Jahrtausende, war es die christliche Religion, die dafür herhalten musste, dass man gesagt hat, wir haben die einzig wahre Religion, die anderen sind Heiden und deswegen haben wir auch ein Recht und sogar die Pflicht, die alle zu kolonisieren. In der Neuzeit gab es verschiedene andere Begriffe, die dafür herhalten mussten oder die dafür benutzt werden. Im 18. und 19. Jahrhundert war es dann die Zivilisation. Wir haben die Zivilisation, die anderen sind die Wilden. Wir haben die Vernunft, die anderen sind irrational. Wir haben den Fortschritt, die anderen stagnieren oder sind rückschrittlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann die Entwicklung. Wir haben die Entwicklung und die anderen sind unterentwickelt. Und natürlich, wenn man Reden sich jetzt anhört von Politikern, die westlichen Werte. Wir haben die westlichen Werte, die anderen sind Barbaren. Es ist seltsam, wie man dieses Narrativ hat durchhalten können, wenn man sich 500 Jahre ein Genozid nach dem anderen, der von den Westen zu verantworten ist, ja bis heute anschaut. Das Problem ist nicht nur, dass man damit
die Verhältnisse verzerrt in den Geschichtsbüchern oder in der Wahrnehmung der anderen, sondern das Problem ist auch, dass wir unsere eigene Geschichte verzerren und gar nicht wissen, wo wir stehen. Wir wissen gar nicht, wer wir sind. Und das bedeutet auch, dass wir unsere Lage nicht realistisch einschätzen können. Die zweite ideologische Säule des Systems ist das, was ich die technokratische Ideologie nenne. Seit dem 17. Jahrhundert, als die modernen Naturwissenschaften entstanden sind, ist eine Denkformation entstanden, eine Ideologie, wenn man so will, die die Welt als Maschine gedeutet hat. Die Maschinenmetapher war die zentrale Metapher für die Moderne, deswegen auch Megamaschine. Und diese Maschinenmetapher, diese technokratische Ideologie, die die Welt und selbst eigentlich als biologische Roboter deutet, das sieht man ja im Silicon Valley auch heute. Ne? Das Silicon Valley meint ja, dass man den Menschen auch irgendwann so uploaden kann als Algorithmus. Das ist also eine Fortsetzung dieser frühneuzeitlichen technokratischen Ideologie. Und sie beruht auf drei Säulen. Die erste Säule ist die Zerlegbarkeit. Die Natur besteht so in dieser Ideologie aus getrennten materiellen Objekten, die sich jederzeit aus ihrem Zusammenhang reißen lassen und neu zusammensetzen lassen. Also eine Art Lego-Welt, wenn man so will. Und das gilt auch für den Menschen. Also auch den Menschen kann man irgendwie aus seinen sozialen Beziehungen einfach herausreißen und ihn in einen Arbeitsmarkt hereinstellen und da kann er als Leiharbeiter dann irgendwo weiterverliehen werden. Der Mensch ist also auch eigentlich ein Objekt, das sich in diese Maschinerie einzufügen hat, als Atom. Ne? Deswegen ist der Atomismus, der im 17. Jahrhundert wieder aufgekommen ist, natürlich auch mit dem Kapitalismus eng verbunden. Die Natur, einschließlich des Menschen, ist also eine bloße Ressource, ein Objekt im Wesentlichen. Und das ist auch notwendig, damit diese Maschinerie funktionieren würde, weil wenn alle einzelnen Teile sagen würden, nein, da machen wir nicht mit, wird das natürlich nicht funktionieren. Der zweite Grundsatz ist die Beherrschbarkeit. Die Natur gehorcht in dieser Vorstellung brechenbaren Gesetzen und lässt sich daher durch menschlichen Willen bzw. durch Technik kontrollieren und formen. Und auch dies gilt für den Menschen. Und wenn man sich nur mal unser Schulsystem anguckt, dann sieht man, dass es immer noch auf dieser Idee beruht. Hat sich natürlich einiges verbessert seit den Zeiten des Kaiser Wilhelm, das will ich auch nicht in Frage stellen. Aber es beruht immer noch im Prinzip auf der Idee, dass man halt Wissen in Kinder hineintrichtert und es dann am Ende in irgendeiner vorhersehbaren Weise dabei rauskommt. Dass das schlecht funktioniert, wissen wir. Es gibt aber auch Gründe, warum sich daran so wenig geändert hat. Der dritte Grundsatz ist, das, was wir messen und zählen können, hat einen höheren Realitätsstatus als unsere Wahrnehmung und unser Erleben. Na, also Zahlen zählen, alles andere ist irgendwie subjektive Empfindung. Also die primäre Wirklichkeit, also unsere Wahrnehmung ist unsere primäre Wirklichkeit, das Einzige, an dem wir nicht sinnvoll zweifeln können, ist in der Moderne herabgesetzt, abgewertet worden als bloße Subjektivität. Das, was man messen und zählen kann, ist objektiv und damit auf eine andere Weise, höhere Weise wahr. Alle drei Prämissen sind falsch. Das wissen wir auch aus der Wissenschaftsgeschichte. Die erste Prämisse, die Zerlegbarkeit, ist aus verschiedenen Gründen falsch. Erstmal, wenn ich mir unseren Stoffwechsel mal angucke. Wenn ich jetzt hier CO2 ausatme und wenn die Fenster jetzt offen wären, dann könnten die Bäume das da einatmen und wenn es jetzt Frühling wäre, könnten die Bäume mit Hilfe dieses CO2s einen Apfel produzieren. Ich könnte diesen Apfel essen, der Apfel würde Teil meines Stoffwechsels werden und nicht nur zu meiner Körpersubstanz verwandelt werden, sondern auch in Gedanken und Gefühle verwandelt werden. Das ist ja auch eines der großen Wunder, die wir bisher nicht gelöst haben, wie es denn möglich ist, dass die Nahrungszufuhr so etwas Immaterielles wie Gedanken und Gefühle hervorbringt. Aber das ist ein großer Kreislauf und ich kann nirgendwo isolieren, das bin ich und das ist das da draußen. Die Welt ist nicht zerlegbar, sie ist ein Gewebe. Der zweite Grund ist, ja, dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, das sieht erstmal aus wie ein Gewebe. Aber wenn man ganz genau hinguckt, wenn man in die ganz kleinen Teile guckt, die Atome, ja, dann sehen wir, das sind so kleine Kügelchen, wie so kleine Billardkugeln und die stoßen einander. Und alles beruht auf dem Stoß dieser Billardkugeln. Das war die Annahme im 17. Jahrhundert von Leuten wie Descartes und vielen anderen. Und im 20. Jahrhundert haben Leute versucht, da reinzugucken in diese Atome. Und wo sind sie hingekommen? Mit Einstein, mit der Quantenphysik. Es gibt diese kleinen Kügelchen nicht. Innerhalb der kleinen Kügelchen besteht alles nur aus immateriellen Energiephänomenen, die so seltsam sind, dass es wirklich wie bei Alice im Wunderland ist. Ne?
Also ich kann hier an einem Quantum irgendetwas manipulieren, irgendetwas messen und gleichzeitig bewegt sich im Andromeda-Nebel ebenfalls ein Quantum. Ne? Es geht durch, es sprengt, die Quantenphysik sprengt alle unsere Vorstellungen von Raum, Zeit und Kausalität. Ich kann da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber auch wenn man, das wäre vielleicht nochmal ein eigener Vortrag, aber auch wenn man nur Einstein nimmt, ich sage nur Einstein, ne? Einstein hat ja diese berühmte Formel, die jeder kennt, E gleich mc Quadrat in die Welt gesetzt. Was bedeutet das? Jede Masse ist in Energie umwandelbar. Das, was man meinte, was feste Materie ist, ist eigentlich Energie. Und die Quantenphysik hat uns gelehrt, dass diese Energie eben ganz anders funktioniert, als wir uns das so vorgestellt haben. Es ist eigentlich, wir leben eigentlich in einem gewaltigen Quantenfeld. Wir sind sozusagen in der Quantenphysik, wir sagen, wir sind Anregungszustände von Quantenfeldern. Ja. Ist vielleicht ein bisschen abstrakt und nicht so poetisch, aber auf jeden Fall sind es keine isolierten Bausteine. Ja. Also falsch, Zerlegbarkeit falsch. Zweiter Punkt, Beherrschbarkeit. Gregory Bateson hat mal gesagt, berühmter amerikanischer Anthropologe, empfehle ich sehr zu lesen, wird kaum gelesen gerade. Wenn ich einen Stein trete, dann bewegt er sich mit der Energie, die mein Tritt verabreicht hat, und ich kann die Bahn dieses Steines einigermaßen berechnen. Wenn ich einen Hund trete, dann bewegt er sich mit der Energie, die ihm sein eigener Stoffwechsel zur Verfügung stellt, und ich werde nicht genau sagen können, was dieser Hund tun wird. Wird er mich beißen, wird er weglaufen, wird er bellen, keine Ahnung. Ne? Leben beruht nicht auf dem Stößen von kleinen Partikeln. Auch nicht auf dem, man kann natürlich auch sich einen Passanten auf der Straße greifen und versuchen, ihn irgendwie durch Schieben und Zerren zu bewegen. Das wird wahrscheinlich relativ schlecht ausgehen. Tatsächlich werden Menschen durch andere Dinge bewegt. Zum Beispiel durch Zeichen, durch Kommunikation. Ne? Wenn ich zu ihnen rede, werden sie bewegt oder auch nicht bewegt. Die menschliche Kommunikation beruht natürlich nicht auf mechanischen Stößen, sondern auf Bedeutung. Ne? Aber nicht nur die menschliche Kommunikation beruht auf Bedeutung. Bedeutung ist also eine ganz andere Art von Ursache-Wirkungsverhältnissen als mechanische Stöße, sondern das Leben insgesamt beruht darauf. Wir sprechen nicht umsonst, wenn wir in unseren Körper reinschauen, von Botenstoffen. Ein Botenstoff brandet an einer Zelle an und löst da irgendwas aus. Die Botschaft wird interpretiert. Alles Leben beruht auf Bedeutung. Es gibt da schon einen interessanten Forschungszweig zu, der sich Biosemiotik nennt, also die Lehre von der Biologie der Zeichen oder der Bedeutung. Und das bedeutet aber auch, dass immer ein Vorgang von Wahrnehmung und Interpretation ist bei allem, was lebt, dass sich nichts vorhersagen lässt. Ne? Man versuche einmal vorherzusagen, was meine Katze in 2 Minuten machen wird. Kein Wissenschaftler dieser Welt kann das tun und er wird es aus prinzipiellen Gründen auch nie tun können. Man kann noch so viele Elektronen an die Katze anschließen, er wird nicht sagen können, was die Katze in 2 Minuten machen wird. Das ist auch der Grund, warum die Musikwissenschaft neue Melodien nicht voraussagen kann. Wenn ja, bräuchte man ja sowas wie die Beatles nicht. Das ist auch der Grund, warum die Evolutionsbiologie keine neuen Arten voraussagen kann. Das Leben ist unvorhersehbar. Und das bedeutet, das Leben ist auch nicht steuerbar. Das wird jeder, der Kinder hat oder schon mal mit Kindern zu tun gehabt hat, ich denke, bei Pädagogen wird das wahrscheinlich der Fall gewesen sein, auch bestätigen. Man kann natürlich Kinder zwingen, etwas Bestimmtes zu tun. Man kann ein bestimmtes Output anstreben und sie zwingen, etwas zu tun. Und das wird vielleicht in der kurzen Frist auch geschehen. Aber in der mittleren und langen Frist werden die Kinder ganz seltsame Verhaltensweisen an den Tag legen. Vielleicht fangen sie an, sich zu ritzen. Vielleicht zünden sie Papas Auto an oder was weiß ich. Ja? Und das bedeutet, Leben beruht eben auf komplexen Kreislaufen von Bedeutung und ist nicht beherrschbar und nicht vorhersehbar. Der dritte Punkt, warum die mechanistische Ideologie falsch ist, ist das Rätsel des Bewusstseins. Ich benutze das Wort Bewusstsein nicht so gern, weil man da immer an cogito ergo sum denkt, also daran, an unsere Rationalität, an unser Nachdenken. Aber mit Bewusstsein kann auch was ganz anderes gemeint sein, nämlich dieser ganze enorme Reichtum von unseren Empfindungen, von unseren Wahrnehmungen. Das ist unsere primäre Wirklichkeit. Wir leben in Farben, Gerüchen, Emotionen, Gedanken und so weiter. Und diese seltsamen Innenwelten sind in der mechanistischen Philosophie nicht erklärbar. Wo sollen die herkommen, wenn alles so kleine Kügelchen sein sollen? Wo soll plötzlich dieser riesige, reiche Schatz, dieses große Universum in jedem von uns herkommen? Das ist nicht erklärbar. Diese Universen sind ja auch von außen nicht einsehbar. Also ich kann nicht wissen, ich weiß, dass ich eine Innenwelt habe. Ich vermute, dass ihr auch eine Innenwelt habt, aber wie sie genau aussieht, darüber kann ich letztlich nicht sagen und darüber kann kein Wissenschaftler der Welt wirklich etwas Vernünftiges sagen, außer Oberflächlichkeiten.
Das ist also eigentlich das große Rätsel. Man hat auch vom Geist in der Maschine gesprochen, ne? The ghost in the machine. Wo kommt, wenn man die Welt als Maschine sich vorstellt, denn dieser Geist her, das Bewusstsein? Ja, das Rätsel löst sich aber in gewisser Weise auf, wenn man aufhört, die Welt als eine Maschine zu betrachten. Ne? Es gibt viele Quantenphysiker, Hans-Peter Dürr zum Beispiel, die sagen, die Welt ist in ihrer Grundsubstanz geistig. Ja. Kann man sehen, wie man will. Auf jeden Fall sind unsere Innenwelten unsere primäre Wirklichkeit. Und es ist ein interessantes Faktum, dass diese Innenwelten als subjektiver Rest in der Geschichte der Moderne ausgeblendet worden sind. Das hat auch für die Kunstgeschichte und die Kulturgeschichte natürlich enorme Bedeutung. Gab auch viel Widerstand dagegen, romantische Bewegung und vieles mehr, gegen diese Ausblendung der Innenwelten. Ja, nun ist aber die Frage, was denn tun angesichts dieser ganzen Zivilisationskrise, die also auf einer falschen Ideologie und einem falschen Wirtschaftssystem beruht, was tun? Und dieser Elefant beschwert sich zunächst mal darüber, dass er immer nicht wahrgenommen wird, obwohl er in der Mitte des Raumes steht. Und das ist, glaube ich, mal das Erste, was wir diesem Elefanten zumindest Gutes tun können, dass wir das anerkennen. Da ist ein Elefant im Raum und wir haben eine Zivilisationskrise. Das heißt, dass wir die ganzen Institutionen und Ideologien, die in den letzten 500 Jahren entstanden sind und an denen wir normalerweise nicht zweifeln, über die auch nie in Talkshows geredet wird, dass wir die in Frage stellen müssen und dass die in Frage gestellt werden, einfach durch die Fakten. Also die Klimakrise und nicht nur die Klimakrise, sondern die ganze ökologische Krise ist von einer Dimension, dass unsere Institutionen, so wie sie sind, wahrscheinlich dieses Jahrhundert sowieso nicht überleben können. Das hat der Club of Rome ja nun oft genug gesagt. Also es ist vielleicht Zeit, das mal anzuerkennen und zu sagen, wie könnten denn andere Institutionen aussehen? Wie könnten andere Ideen, die Welt zu denken, aussehen? Und ich will hier, würde natürlich auch wieder eine ganze eigene Tagung in Anspruch nehmen, ich will hier nur ein paar Stichpunkte dazu nennen. Zunächst mal, glaube ich, müssen wir uns klar sein, dass wir, wenn es tatsächlich eine Zivilisationskrise ist, dass wir uns in einer langen, chaotischen Übergangsphase befinden. Es ist also nicht so, dass man ein paar technische Lösungen hat, hier ein paar Elektroautos und da noch ein bisschen Bankenregulierung und dann wird es schon gut gehen. Ich glaube, das wird auch immer mehr Menschen klar, auch immer mehr Wissenschaftlern klar, dass wir viel tiefer ansetzen müssen. Und wenn das so ist, dann gibt es eigentlich drei entscheidende Arenen, die ich ansprechen möchte, drei Punkte, und ich würde sie als Abschiede gern bezeichnen. Das eine ist der Abschied von der kapitalistischen Produktionsweise. Die kapitalistische Produktionsweise ist mit einem intakten Planeten und auch mit unserem eigenen Wohlbefinden nicht in Einklang zu bringen. Auf einem begrenzten Planeten kann man nicht unendlich wachsen und da helfen auch Elektroautos nichts. Das heißt, wir brauchen andere wirtschaftliche Institutionen, die ein gutes Leben für alle möglich machen, durch gerechte Verteilung statt durch Wachstum. Das ist absolut möglich. Es gibt diese Institutionen auch. Genossenschaften, vernünftige kommunale Unternehmen. Ne? Das Problem ist, dass der Staat immer die anderen fördert. Ne? Der Staat spielt ja also eine ganz destruktive Rolle, weil er die destruktivsten Branchen dieser Erde fördert. Das kann man aber alles anders machen. Es ist natürlich unglaublich schwer, es anders zu machen, auch weil wir es so gewöhnt sind und weil unglaublich viele mächtige Interessen das zu verhindern versuchen. Aber ich glaube, das Thema wird vermehrt auch wieder auf die Tagesordnung kommen. Gemeinwohlorientierte Institutionen, die eben nicht dem persönlichen Profit von wenigen dienen, sondern dem Gemeinwohl und dem Gemeinwohl unter Einbeziehung anderer nichtmenschlicher Arten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der zweite Abschied ist der Abschied von der Idee der Naturbeherrschung. Der Idee, dass wir durch Technik die Natur beherrschen können. Wir sehen, dass das nicht klappt. Also wenn man sich mal die Hurricanes wie jetzt in den USA oder die Waldbrände oder so anschaut, wo ist da die Technik, die die Natur beherrscht? Das ist ein Witz. Es wird nicht stattfinden. Und deswegen brauchen wir eigentlich eine Herangehensweise, die auf Kooperation mit komplexen lebenden Systemen setzt, statt auf die Beherrschung der Natur. Ich will nur ein Beispiel nennen, das ist die Landwirtschaft. Ich hatte erwähnt, dass wir 1% der fruchtbaren Böden pro Jahr verlieren. Der ehemalige EU-Klimakommissar Timmermans, ist auch kein Revolutionär, der Mann, hat aber vor einem Jahr mal gesagt, wenn wir weiter so mit der Landwirtschaft in der EU machen, mit dem Pestizideintrag, dann werden wir in 20 Jahren keine Landwirtschaft mehr in der EU haben, weil wir das Bodenleben einfach töten. Ne? Das heißt, es braucht gerade in der Landwirtschaft dringend eine Umkehr, nicht nur zur nachhaltigen Landwirtschaft,
ist ein sehr ausgelutschter Begriff, sondern zu einer regenerativen Landwirtschaft. Und dafür gibt es viele interessante Ansätze. Das ist also durchaus möglich, aber auch da stehen natürlich mächtige Interessen dem im Wege und auch ein völlig inkompetenter Landwirtschaftsminister, den wir leider im Moment haben oder die wir eigentlich immer gehabt haben in den letzten 20 Jahren. Und der dritte Abschied, auch der ein sehr schwieriger Abschied, ist der Abschied des Westens von der Idee, dass er die Welt beherrschen kann. Also das, was ich anfangs erwähnt hatte, die geopolitischen Veränderungen. Und das ist auch ein sehr gefährlicher Übergang, weil wir eben so viele Brennpunkte haben, wo es krachen kann und einige trommeln ja auch in den USA und auch in der EU gegen China. Also es gilt wirklich, diese Ausweitung dieser Kriege unbedingt zu verhindern, weil wir sonst die anderen Probleme gar nicht lösen können, wenn alles in einem allgemeinen Krieg versinkt. Je länger diese Abschiede dauern, desto mehr Leiden wird es geben. Das heißt, es ist eine Frage, ob es uns gelingt, von diesen Dingen auch loszulassen. Das sind Dinge der Herrschaft. Herrschaft auf der Welt, Herrschaft über die Natur, Herrschaft über andere Menschen. Es gilt es also ein Loslassen, um das es da geht. Und wenn es gelingt, loszulassen Stück für Stück, dann kann sich die natürlichen Systeme ein Stück weit regenerieren. Ökosysteme, Kulturen und auch unsere Innenwelten, die von der kapitalistischen Megamaschine auch arg in Leidenschaft gezogen worden sind. Und damit bin ich jetzt auch beim eigentlichen Thema eurer Tagung hier, der Kultur. Es war jetzt ein großer Ausflug, aber ich konnte es euch auch nicht ersparen, leider, in die Ökonomie und in andere Bereiche. Frage ist, was können jetzt erstmal allgemein kulturelle Institutionen denn in dieser Lage tun, zum Beispiel Theater, welche Rolle können sie in der Transformation spielen? Und man trägt das ja gern an kulturelle Institutionen ran, jetzt tut doch auch mal was. Ist auch, finde ich, völlig legitim. Aber ein Stück weit ist die Frage auch falsch rum gestellt. Sie verkehrt die Rollen. Meines Erachtens sollten Politik und Ökonomie der Kultur dienen und nicht umgekehrt. Die Kultur sollte nicht Instrument für andere Zwecke sein. Dazu gehe ich noch mal ein Stück zurück. Kultur ist über die letzten Jahrhunderte in der westlichen Zivilisation zu einem winzigen Randbereich der Gesellschaft geschrumpft. Ich will das nur an einer Zahl verdeutlichen. Der deutsche Staat gibt für die Kultur 0,35% des Bruttoinlandsproduktes aus. Das ist ein Sechstel dessen, was er für das Militär ausgibt. Das zeigt schon, wie marginalisiert das ist. Das ist ein Randbereich. Der größte Teil unseres Lebens spielt sich in überwiegend kulturlosen Institutionen ab. Ich will nicht sagen, dass die Schule komplett kulturlos ist, aber man kann auch nicht sagen, dass sie wirklich ein Hort der Kultur ist. Es ist vor allem nicht ein Ort, wo unsere Innenwelten auch berücksichtigt wurden. Ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen und mich hat nie ein einziger Mensch dort gefragt, außer meinen Freunden, wie es denn mir denn geht überhaupt. Also in der Schule spielt das, was wir eigentlich seelisch erleben, unsere primäre Wirklichkeit, nur eine sehr untergeordnete Rolle. Das zeigt also, dass diese Institutionen eigentlich gar nicht wirklich kulturell sind. Und viele Leute, die irgendwie einen relativ drögen Job machen, können das auch von ihrem Job bestätigen. Die Wirtschaft ist eigentlich auch ein zum Teil, großen Teil kulturloser Bereich, in dem es im Wesentlichen um Effizienz und Output geht. Auch in Schulen geht es natürlich um Effizienz und Output die ganze Zeit. Da das so ist, ist meines Erachtens die erste Frage gar nicht, was kann die Kultur tun, um uns aus diesen ganzen Krisen rauszuholen, sondern eher umgekehrt. Wie können wir denn die anderen Lebensbereiche, die so destruktiv geworden sind, rekultivieren? Es braucht also meines Erachtens eine Rekultivierung, zum Beispiel der Ökonomie, von der Megamaschine zu einer regenerativen Produktion, regenerativ für die nichtmenschliche Natur und für die menschliche Natur. Eine Rekultivierung der Politik hin von diesen unwürdigen Wahlkampfspektakeln hin zu einer Teilhabe an der Polis, wo Menschen tatsächlich aktiv an der Gestaltung der Polis oder des Gemeinwesens teilhaben können. Eine Rekultivierung des Lernens, von der Lernmaschine, wie sie oft uns noch begegnet, hin zu dem, was ich eine Pädagogik des Staunens nenne. Und wenn man sich nur mal die Naturwissenschaften, mit denen ich mich in dem Buch Der Stoff, aus dem wir sind, lange beschäftigt habe, anguckt, da sind so viele Dinge drin, wo man eigentlich gar nicht Wissen einpauken muss, sondern erstmal innehalten muss und sagen muss, das Universum ist um so viel abgefahrener, als wir uns das alle vorgestellt haben. Und da, glaube ich, muss man erstmal, statt Wissen einzutrichtern, hinkommen. Einstein hat das übrigens gesagt, das Staunen ist eigentlich der Kern aller Wissenschaft.
Eine Rekultivierung der Natur, darüber hatte ich ja schon gesprochen, von der verfügbaren Ressource zu einer beseelten Mitwelt. Und schließlich, und darüber will ich jetzt noch etwas mehr sprechen, die Rekultivierung der Kultur selbst, vom Konsum inszenierter Gefühle zum Teilen von Innenwelten. Was wir heute Kultur nennen, das Wort Kultur hat ja unendlich viele verschiedene Bedeutungen, aber was wir heute so allgemein Kultur nennen, wenn wir den Kulturteil einer Zeitung aufschlagen zum Beispiel, ist im Wesentlichen eine Summe von atomaren Kulturleistungen. Ne? Also da sind Kulturproduzenten, die bestimmte, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, aber so ist es ja ein bisschen auch, die Kulturwaren herstellen, Kulturdienstleistungen auf einem Markt anbieten. Das betrifft auch städtische Theater genauso wie private. Und die konkurrieren alle miteinander um Aufmerksamkeit und Geld. So. In dieser ganzen Kulturbranche oder Kulturindustrie sehen wir auch das, was wir in der übrigen Ökonomie sehen, eine permanente Steigerung des Outputs. Ne? Wir ertrinken ja in Kulturgütern. Überall sind Ausstellungen, Theaterstücke, also es wird immer mehr und es wird auch immer schneller produziert. Genauso wie bei Fast Fashion und so weiter haben wir auch Fast Culture. Und eine Steigerungslogik, wie Hartmut Rosa sagen würde, in der Kulturproduktion, was natürlich auch dazu führt, dass diese Kulturprodukte immer schneller verfallen. Wer kann sich noch an die wichtigsten, prägendsten Inszenierungen von vor 10 Jahren erinnern? Ne? Es führt auch dazu, dass der Kulturbereich sehr stark von Marketingpersönlichkeiten, wie Erich Fromm einmal gesagt hat, dominiert wird. Also es ist ein Auswahlkriterium, ein Selektionssystem, das dazu führt, dass die Leute, die sich am besten vermarkten können, die Sprache des Marktes am besten sprechen, die Sprache der Mode am besten sprechen, sich natürlich tendenziell auch durchsetzen, ähnlich wie in der Politik und in anderen Bereichen. Das also ist eine sehr reduzierte, sage ich mal, Fassung von dem, was man Kultur nennen kann. Es gibt auch Kultur in einem ganz anderen Sinne, wie es eigentlich alle Gesellschaften hervorgebracht haben, bis die globale Megamaschine sie überrollt hat. Und dieser Kulturbegriff ist etwas ganz anderes. Es ist nicht eine Summe von Einzelleistungen, die auf einem Markt zur Verfügung gestellt werden, sondern ein geistiges Gewebe, das die Menschen untereinander sowie die menschliche Sphäre mit der nichtmenschlichen Sphäre verbindet. Ein kosmologisches Gefüge. Das gehört zu Conditio Comana dazu. Wir kennen keine Gesellschaft, die so etwas nicht hervorgebracht hat. Ein imaginäres Universum hat verschiedene Wörter bekommen, die sehr verwirrend sind. Manchmal wird es Religion genannt, Kosmologie und so weiter. Tatsache ist aber, dass es sich um imaginäre kosmologische Gefüge handelt. Diese Kulturen in diesem Sinne sind durch den Siegeszug der globalen Megamaschine in den letzten 500 Jahren schwer beschädigt worden, teilweise auch ausgerottet worden. Man kann unendlich viele Beispiele nennen. Ich will nur ganz kurz auf das Wüten der London Missionary Society im 18. und 19. Jahrhundert auf der Insel Tahiti verweisen. Die Missionare, die natürlich wie immer auch mit den Händlern und der Staatsgewalt zusammen aufgetreten sind, haben also den Leuten, die dort eine hochentwickelte Kultur hatten, das Tanzen bei Todesstrafe verboten. Und das haben wir in vielen Teilen Afrikas, Nordamerikas, Südamerikas, Teilen von Asien immer wieder erlebt. Also Kulturvernichtung funktioniert nicht nur über Verbote, sondern auch über Kommerzialisierung und viele andere Methoden. Wir haben also ein massives Kultursterben. Wir haben nicht nur ein Artensterben auf der Erde in Bezug auf natürliche Arten, sondern auch in Bezug auf Kulturen. Für viele Menschen bedeutet der Verlust ihrer Kulturen oder die Beschädigung ihrer Kulturen eine traumatische Erfahrung. Und wir haben also in diesem Sinne eine traumatische Entwicklung hinter uns und das, was da übrig geblieben ist, ist eine Art kosmologisches Vakuum. Ne? Also jeder kann seine eigene privaten Kosmologie frönen, aber so etwas wie eine gemeinsame Kosmologie gibt es doch sehr selten. Und dieses Vakuum wird halt gefüllt durch die Kulturindustrie, durch den Konsum von inszenierten Gefühlen anderer Leute, die wir auf Netflix oder so sehen. Und das Theater ist auch keine Ausnahme. Das Theater kommt halt als Hochkultur daher, aber einen großen Teil seiner Geschichte hat das Theater auch diese Funktion erfüllt, die inszenierten Gefühle anderer zu konsumieren. Wenn man jetzt davon spricht, wie kann man sich denn wehren oder wie kann man Kultur in diesem zweiten Sinne auch verteidigen gegen die Übergriffe der ökonomischen und medialen und politischen Systeme, dann geht es darum, Lebensbedingungen zu schaffen für die Menschen, die es überhaupt wieder ermöglichen, kulturelle Schöpfer zu werden und nicht nur für eine kleine Elite, die sich das finanziell leisten kann und die in den Kulturinstitutionen sitzt, sondern tatsächlich auf breiter Basis, daraus entsteht eigentlich alle Kultur,
Bedingungen zu schaffen, in denen die Menschen nicht nur im Hamsterrad von Schule, Uni und Job laufen und Kultur- und Medienprodukte konsumieren, sondern wo sie schöpferisch tätig sein können. Und das führt natürlich sehr weit, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, wie solche Bedingungen aussehen können, aber damit ist man schon bei einer sehr umfangreichen politischen und ökonomischen Agenda. Das ist also gar nicht Aufgabe der Kultur selbst, sondern Aufgabe eigentlich von allen, das herzustellen. Jetzt komme ich mehr zum Theater. Was kann das Theater denn tun in dieser ganzen Situation? Angesichts der vielen Krisen ist man natürlich versucht, dem Theater auch anzutragen, naja, die Politik löst die Klimakrise nicht, die Ökonomie löst die Klimakrise nicht, jetzt müssen die Kulturschaffenden aktiv werden. Und das ist auch verständlich. Wie gesagt, die bürgerliche Theatergeschichte ist voll von Beispielen dafür, wie eben Menschen auch beruhigt worden, indem ihnen irgendwie inszenierte Gefühle anderer vorgesetzt worden sind. Das ist auch der Grund, warum sich Leute wie Brecht und so dagegen gewehrt haben und gesagt haben, nein, wir müssen das bürgerliche Theater durchbrechen, was anderes machen, wir müssen das Theater politisieren. Das ist auch alles richtig. Ich will nur auf ein Problem dabei hinweisen. Wenn man die Idee hat, dass man gesellschaftlich mit Theater etwas bewegen will, kommt man in die Versuchung zu sagen, wir müssen die Menschen, die Zuschauer, zu etwas bewegen, damit sie dann in der Politik etwas bewegen, und damit hat man eine doppelte Instrumentalisierung der Menschen, die da dabei sind. Das Theater soll in dieser Vorstellung aufrütteln, es soll auch, wenn man will, schockieren, und wir haben in den letzten 100 Jahren eigentlich im Theater eine Steigerungslogik, auch da wieder eine Steigerungslogik erlebt, der Mittel. Ne? Wir haben so etwas wie den Vietnamkrieg in den 70er Jahren gehabt und 60er, 70er Jahren. Wir haben so etwas wie das Living Theater gehabt. Wir haben Peter Brook gehabt, der in einer Vorstellung einen Schauspieler einen lebenden Schmetterling anzünden ließ. US Means Us hieß das Stück, um darauf aufmerksam zu machen, was da in Vietnam vorgeht. Die Leute regen sich also im Publikum über einen toten Schmetterling auf, aber keiner regt sich über die Toten in Vietnam auf. Könnte man heute auch viele Beispiele für nennen. Man hat also versucht, durch eine gewisse Steigerungslogik etwas entgegenzusetzen, diesen großen politischen, ökonomischen, militärischen Verwerfungen. Das Problem dabei ist allerdings nur, dass man durch diese Eskalationsdynamik natürlich auch Leute abstumpft und dass man sich an Dinge gewöhnt. Und dass man auch eigentlich den Kern des Theaters am Ende zerstören kann, wenn man die Differenz zwischen Sein und Darstellung zerstört. Das ist der Kern des Theaters. Es ist wie Spiel und Ernst. Jedes Kind kann Spiel und Ernst unterscheiden. Und wenn man das zerstört, indem man zum Beispiel echte nackte Menschen sich echt auf der Bühne prügeln lässt oder echten Sex haben lässt oder was weiß ich, das ist ja eine Tendenz, die wir seit den 90ern im Theater sehr viel beobachten können, um irgendwie zu schockieren, um Tabus zu brechen, um Leute angeblich aufzurütteln, dann mag das in Einzelfällen funktionieren, aber es ist natürlich insgesamt eine Strategie, die nicht sehr weit führt. Und heute sehen wir eigentlich, dass das Theater in vieler Hinsicht wesentlich unbedeutender geworden ist. Das ist nicht der einzige Grund, aber es ist einer der Gründe dafür, warum das Theater auch viel Relevanz verloren hat. Und mein Ansatz ist der, eigentlich in die Gegenrichtung zu gehen, nicht zu gucken, wie können wir Leute irgendwie pushen, damit sie mehr politisch sich engagieren und das mit krasseren Mitteln machen, sondern eher zurück zu den Wurzeln des Theaters zu gehen und zu fragen, was ist Theater überhaupt? Und die Antwort darauf ist überhaupt nicht trivial, wie man meinen könnte. Darum geht es in diesem Buch, Das geistige Feld, Essentialien des Theaters, unter anderem. Die Antwort ist nicht trivial, sondern Theater ist eine extrem privilegierte und seltene Kommunikationsform. Ich kann den ganzen Baum des Wissens, der das so ein bisschen aufschlüsselt, jetzt hier nicht erklären, aber ein Theater beruht auf einem Spiel, und zwar nicht in erster Linie auf einem Spiel zwischen den Schauspielern oder den Spielenden, sondern einem Spiel zwischen den Zuschauenden und den Spielenden. Und dieses Spiel hat eigentlich eine wesentliche Regel. Es beruht auf der Verabredung, dass alles, was die Darstellenden tun, als Mitteilung zu verstehen ist. Und zwar auch die minimste Regung des kleinen Fingers. Alles, was in diesem Raum, den man Theater nennt, passiert, wird von den Zuschauenden als bedeutsam, als Mitteilung aufgefasst. Das ist eigentlich die einzige wirkliche Regel. Und das ist ein massiver Kontrast zum außertheatralen Leben, wo das nicht so ist. Ich will nur ein kleines Beispiel dafür geben. Also wenn sich zwei Liebende, nachdem sie ein Jahr getrennt waren, plötzlich wieder treffen, dann werden sie diese Wiederbegegnung nicht als Mitteilung an zuschauende Dritte inszenieren, hoffentlich. Sondern sie werden einfach ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Punkt. Wenn sie es als Mitteilung an zuschauende Dritte inszenieren würden, würden wir sagen, diese Leute haben vielleicht ein psychisches Problem.
Also Theater ist von anderem Typ, denn im Theater findet genau das statt. Alles, was passiert, wird als Mitteilung an zuschauende Dritte organisiert. Und das bedeutet, dass Theater grundsätzlich vom außertheatralen Leben unterschieden ist, was sehr viele Konsequenzen dafür hat, wie der Körper im Raum organisiert ist. Ich habe sehr viel mich mit asiatischen Theaterformen beschäftigt, und in den asiatischen Theaterformen ist das eine Selbstverständlichkeit, dass Theater nicht dafür da ist, das außertheatrale Leben abzubilden. Wir haben in Europa, auch darauf könnte man viel darüber sprechen, warum diese Tradition Theater ist Abbildung der außertheatralen Wirklichkeit, ist Quatsch. Das hängt auch damit zusammen, dass man das Wort Mimesis im Griechischen, hat man oft als Nachahmung übersetzt. Dabei heißt das was ganz anderes. Mimesis heißt eigentlich durch Tanz zur Darstellung bringen. Das ist also keine Abbildung des außertheatralen Geschehens. Aber das nur nebenbei. Die einzige Sphäre, und jetzt sage ich was, was vielleicht manche von euch beunruhigen wird, aber die einzige Sphäre, wo tatsächlich Ähnliches gilt, wo alles, was geschieht, bedeutungsgeladen ist, ist der Bereich des Religiösen oder Heiligen normalerweise. Das ist also eine anthropologische Tatsache. Das hat auch nichts damit zu tun, ob Theater jetzt irgendwie religiös ist oder nicht religiös ist. Es ist historisch auch kein Zufall, dass alle Theaterformen, die wir kennen, eigentlich aus in irgendeiner Weise heiligen Handlungen hervorgegangen sind. Ob das die Boxgesänge der alten Griechen gewesen sind oder was auch immer. Also zeigt also, dass wir es hier mit einem sehr besonderen Raum zu tun haben. Die Begriffe Religion und so stellen eigentlich eher den Blick darauf. Und der Kern ist, dass die Zuschauenden bereit sind, alles, was da auf der Bühne passiert, Bedeutung beizumessen. Und diese Bereitschaft generiert ein geistiges Feld, deswegen der Titel dieses Buches. Und ein geistiges Feld existiert also auch unabhängig davon, was die da auf der Bühne eigentlich machen. Es existiert, bevor irgendeiner auftritt oder der Vorhang sich hebt, das ist der berühmte Moment, bevor es losgeht, diese Spannung. Und das ist eigentlich die Energie, auf der Theater beruht. Also die Spieler müssen nicht durch Kraftanstrengungen versuchen, Zuschauer zu irgendetwas bewegen, sondern die Energie, mit der sie arbeiten, ist eigentlich die Energie der Zuschauenden. Es ist also ein gemeinsames Feld, was da gestaltet wird. Und das bedeutet, was ist eigentlich das Theater in seinem Kern? Man kann damit ja machen, was man will. Also mir ist es eigentlich auch egal. Leute können Theater für alles benutzen, was sie wollen. Aber es ist, glaube ich, schon nützlich, sich nochmal die Ursprünge des Theaters zu vergegenwärtigen. Das Theater ist für mich ein Ort, in der die Welt wieder mit Bedeutung aufgeladen wird. Und zwar in einem kollektiven Akt, nicht individuell. Und damit ist es eigentlich ein Ort der Regeneration unserer Weltbeziehungen. Unserer Weltbeziehungen, die in so vieler Hinsicht beschädigt worden sind. Ich fand es sehr schön, Ute, dass du am Anfang überhaupt diese Weltbeziehung wiederhergestellt hast. Guckt euch doch mal an, euren eigenen Körper, guckt euch den Raum an, guckt euch an, wer da ist. Das Theater ist ein Ort, diese Weltbeziehung sowohl untereinander zwischen den Menschen als auch zwischen den Menschen und der nichtmenschlichen Welt zu regenerieren. Es ist damit ein entscheidender Gegenpol zur Megamaschine, die den Dingen ihre Bedeutung raubt, weil sie sie als reine ökonomische Ressource benutzt. Sie beraubt ihnen ihren Wert, ihre Bedeutung und gibt ihnen einen Wert. Das Theater kann das Klima also, und damit schließe ich jetzt, nicht retten, aber es kann dabei helfen, unsere gestörten Weltbeziehungen zu regenerieren. Vielen Dank und ich freue mich auf die Fragen. Vielleicht erstmal zu der Frage des Faschismus. Da muss man ein bisschen hingucken, wie die Geschichte des Faschismus, die Vorgeschichte, über einen längeren Zeitraum gelaufen ist. Also es hat eine politische Dimension, es hat eine psychologische Dimension und viele andere. Erstmal die politische Dimension. Wir haben Ende des 19. Jahrhunderts sehr starke Arbeiterbewegungen gehabt in Europa, deren Programm darin bestand, den Kapitalismus zu überwinden. Das hat vielen Leuten nicht gepasst und man hat damals eine Methode gefunden, den Widerspruch zwischen Kapitalist und Arbeiter aus dem Fokus zu nehmen und die Menschen abzulenken auf einen anderen, im Wesentlichen konstruierten Widerspruch, den Widerspruch zwischen Völkern. Also die Konstruktion des Nationalismus im 19. Jahrhundert war zum großen Teil eine Antwort auf die Arbeiterbewegung. Und es ist dann gelungen, den Leuten einzureden, dass ihr wirklicher Feind nicht ihr Boss ist, der sie ausbeutet, sondern der Feind ist der Franzose. Und das ist also ein Teil davon, der natürlich in die Kriege geführt hat, der in den Nationalismus geführt hat.
der eigentliche Faschismus und Nationalsozialismus dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war eine extreme Steigerungsform dieses Ablenkungsmanövers, indem man den Leuten einen Sündenbock vorgesetzt hat und gesagt hat, okay, die Juden sind schuld daran und so weiter. Und den ganzen Zorn der Menschen, und das ist die psychologische Dimension, und auch die Traumatisierung. Ne? Die Traumatisierung des Ersten Weltkriegs hat eine ganz wichtige Rolle in der Genese des Faschismus gespielt. Traumatisierte, desorientierte, wütende Menschen werden Sündenböcke vorgesetzt und dann wird ihnen gesagt, da ist das eigentliche Problem. Und die Medien spielen eine ganz zentrale Rolle dabei. Wir haben das im 19. Jahrhundert gehabt mit der Corporate Press, die es damals schon war, also hochkonzentriert in den Händen weniger Kapitalisten. Wir haben diese Situation heute wieder. Wir haben auch in Deutschland eine Situation, wo 70% der gedruckten Auflage in Deutschland wenigen Milliardärsfamilien gehören. In Großbritannien, Frankreich und USA ist noch schlimmer. Und viele dieser Medien, nicht alle, es gibt ja auch gute Journalisten in vielen Medien noch, aber viele dieser Medien haben leider eine sehr üble Rolle gespielt seit 2015, indem sie diese Sündenbocksache betrieben haben. Also es ist inzwischen Politik und Medien zusammen, haben es geschafft, vielen Menschen einzureden, dass ihr Problem darin besteht, dass da irgendwelche Leute aus Afghanistan oder so hierher kommen. Und damit wird abgelenkt von den eigentlichen wesentlichen systemischen Fragen. Und es kommt natürlich noch was hinzu, und das ist die Atomisierung der Gesellschaft. Also wenn Menschen zu Einzelnen, zu Wirtschaftsatomen degradiert werden, die gegeneinander alle konkurrieren müssen und viele Leute auch abgehängt werden oder das Gefühl haben, abgehängt zu werden, dann sehen sich die Leute nach irgendeiner Art von Sinnzusammenhang. So sind wir als Homo sapiens konstruiert. Wir brauchen einen Sinnzusammenhang. Wir sind auch Gruppenwesen. Und der Faschismus bietet den atomisierten Leuten an, wir sind eine große Gemeinschaft. Der Historiker Benedict Anderson hat das eingebildete Gemeinschaften genannt. Wir sind ein großes Volk. Man kennt ja die anderen 80 Millionen Bundesbürger nicht und man weiß gar nicht, ob man die alle so nett finden würde. Aber es wird einmal eingeredet, das sind eure Leute. Und die der anderen sind das Problem. Damit die Atomisierung der Gesellschaft durch die kapitalistische Wirtschaftsweise kreiert die psychischen Voraussetzungen, die dann ausgebeutet werden können, politisch und ökonomisch, um die Leute selbst von der systemischen Frage abzulenken, auf irgendwelche Sündenböcke zu hetzen und in den nächsten Krieg zu hetzen. Das ist eigentlich der Zusammenhang und den erleben wir jetzt, zum Glück noch nicht in der krassen Form wie in den 20er, 30er Jahren in Deutschland, aber wir erleben es jetzt wieder, wie dieser Mechanismus wieder in Gang gesetzt wird. Thank you.